Errors, human errors, Fehler, die der Mensch macht, Fehler, die das System macht. In dem Blog sollen Sie verstehen, wie das System Fehler kommunizieren kann, welche Arten von Fehler wir kommunizieren sollten im Interface und welche besser nicht. Sie sollen verstehen, was es heißt, ja, zu designen, dass Menschen möglichst wenig Fehler machen, wie Beschränkungen in der Benutzungsschnittstelle helfen können, dass die Menge der Fehler reduziert wird, dass Sie verstehen, was der Unterschied zwischen fundamentalen Fehlern und Ausrutschern ist und wie wir das im Design aufgreifen, wie wir im Design damit arbeiten können. Sie sollen in der Lage sein, zu erklären, welche Annahmen bezüglich Fehlern gemacht wird. Sie sollen in der Lage sein, zu diskutieren, wie man Benutzungsschnittstellen so entwerfen kann, damit möglichst wenig Fehler passieren, oder wie man neue Benutzungsschnittstellen bauen kann, um von vornherein möglichst die Fehler auszuschließen. Was Sie hier sehen, ist ein Buchungssystem. Ich hatte versucht, für einen Flug, den ich gebucht hatte, den Sitzplatz zu ändern. Und wenn wir jetzt hier mal reinschauen genauer, da steht Missing, Doppelpunkt, Error, irgendein String und dann noch eine Referenznummer. Da ich weder Root-Rechte auf dem Server von der Swiss habe, noch verstehe, was für ein System die verwenden, hat mir der Fehler eigentlich gar nichts gebracht, sondern es war nur so eine gewisse Frustration, ja, deren System funktioniert eben nicht. Und das ist so ein Fehler, den sollten wir nicht dem Endnutzer kommunizieren. Im schlechtesten Fall ist es ein Risiko, das wir schaffen, dass Leute mit der Information das System angreifen kann. Im besten Fall ist der Benutzer verwirrt. Und es gibt eine ganze Menge an solchen Sachen. Ich habe jetzt hier noch ein paar weitere Bilder, dass eben Sachen komplett unklar sind, dass Fehlermeldungen unklar sind, die wir sehen. Also, wann kommunizieren wir denn Fehler? Wenn im System ein Fehler passiert, dann müssen wir überlegen, welchen Vorteil bringt es, wenn ich den Fehler dem Benutzer, der Benutzerin kommuniziere. Was hilft es dem Menschen, der vor der Software sitzt, das zu wissen? Kann er was tun? Kann er seine Eingaben ändern? Kann er was tun? Dann macht es durchaus Sinn. Wenn er aber nichts tun kann und es nicht verstehen kann, dann macht es keinen Sinn, den Fehler zu kommunizieren. Was natürlich aber ein Problem ist, weil der Fehler trotzdem aufgetaucht ist, da muss man sich dann eben überlegen, mit welchen anderen Mechanismen man arbeitet oder Fehler eben auf einer höheren Kategorie sagen, also wie wir vorher bei dem Flugbeispiel haben, dass eine Fehlermeldung kam, wir können leider Ihren Sitzplatz nicht ändern oder kommen Sie später wieder. Das sind alles Sachen, die nicht sonderlich befriedigend für den Benutzer sind, aber natürlich wesentlich besser wie irgendeine kryptische Meldung. Und die beiden grundsätzlichen Sachen, die man sich merken kann, die Fehlererklärung, er muss sie verstehen, um was es geht, und er muss in der Lage sein, irgendwie was zu tun, um damit sinnvoll umgehen zu können. Jetzt ist die Frage, menschliche Fehler, Fehler, die Menschen machen. Das hier ist ein wirkliches Design einer Straße in Großbritannien und das ist ein Roundabout, also ein Kreisverkehr, der 5 weitere Kreisverkehre hat. Und was hier besonders ist, innerhalb des Kreisverkehrs geht es zweispurig in jede Richtungsfahrbahn. Wie ich das erste Mal da mit dem Mietwagen reingefahren bin, war ich sehr, sehr verblüfft. Und ich bin da öfters vorbeigefahren, weil wir da einen Projektpartner hatten. Und ich habe relativ häufig kleine Unfälle da gesehen, also meist so Blechschäden. Und jetzt ist eben so die Frage, wenn da ein Unfall passiert, vermutlich menschliches Versagen. Jemand hat halt absolut nicht kapiert, was er tun kann. Was interessant ist, man hat hier da auch unterschiedliche Optionen, wie man fahren kann. Es gibt meist immer 2 Pfade, die fast gleichwertig sind, wenn man diagonal durchgeht. Aber es ist offensichtlich, dass mit dem Design vielleicht der Designer eine Mitschuld hat, wenn da Verkehrsunfälle passieren. Und das ist was ganz Zentrales, dass wir verstehen, dass Fehler, die Menschen machen,
nicht im luftleeren Raum passieren. Insbesondere mit Benutzungsschnittstellen, mit Software, mit Systemen. Die hängen natürlich damit zusammen, welche Optionen Menschen haben in der Interaktion mit dem System. Und hier ein Zeitungsbericht von einem ganz tragischen Unfall vor einigen Jahren. Und was da eben passiert ist, das sind zwei Züge aufeinander geprallt und da steht eben drin, naja, es war menschliches Versagen und kein technisches Versagen. Und was da steht, naja, der Fahrdienstleister hat gegen eine Vorschrift verstoßen. Und denken Sie an das Bild von gerade zurück, wenn ich eben so ein Roundabout habe, was sehr komplex ist, vielleicht verstehe ich gar nicht, was ich tun muss. Ähnlich, wenn ich Betriebsvorschriften habe, wenn ich Aktivitäten habe, die ich tun muss, vielleicht verstehe ich die gar nicht, vielleicht sind die zu komplex für das, was ich tun möchte. Vielleicht habe ich nicht das richtige Training gekriegt. Das heißt, menschliches Versagen an der Stelle, menschliche Fehler haben immer auch eine Dimension, hätte ein besseres Design, hätte ein besseres User Interface, eine bessere Prozessbeschreibung den Fehler verhindern können. Und das ist was Zentrales, wenn wir Software bauen, haben wir eine gewisse Verantwortung, dass es nutzbar ist, dass Menschen damit umgehen können. Im Kapitel 5 von dem Buch gibt's von der Norm, wird sehr viel über Fehler gesprochen und eine wesentliche Aussage ist, if an error is possible, someone will make it. Also wenn ein Fehler möglich ist, dann gibt's jemanden, der ihn machen wird. Und insbesondere bei Systemen, die im Internet genutzt werden, mit einer sehr, sehr großen Anzahl von Nutzern, ist es eben sehr wahrscheinlich, dass Leute Fehler machen, wenn die Fehler möglich sind. Und ja, human error, also Fehler oder die Fehler von Menschen insbesondere, sind immer ein guter Punkt, um zu schauen, ob ein Designproblem existiert. Das heißt, wenn ein Fehler auftritt, ist das ein guter Punkt, sich genauer anzuschauen, nicht zu sagen, na, der Nutzer hat es halt nicht kapiert, sondern zu überlegen, da ist ein Fehler passiert. Was können wir denn tun? Was ist denn vielleicht im System falsch gegangen? Und das haben sie in vielen Bereichen. Also wenn Unfälle passieren, schauen sich Autofirmen sehr genau an, insbesondere bei tödlichen Unfällen. Was ist denn schiefgegangen? Können wir das nutzen, um ein System besser zu machen? Und ich denke, da können wir in der Informatik noch sehr viel lernen, dass wir eben, wenn Fehler gemacht werden, dass wir anschauen, warum sind die Fehler gemacht worden und können wir unsere Systeme verbessern. Also, was sind die grundlegenden Implikationen? Wir müssen annehmen, dass alle machbaren Fehler auch gemacht werden. Alle Fehler, die möglich sind, werden Leute machen. Wir wollen die Möglichkeiten für die Menschen, die eine Software benutzen, minimieren, dass sie Fehler machen. Und das wird häufig mit dem Konzept Constraints, Beschränkungen, gemacht, dass wir eben nur bestimmte Sachen zulassen. Damit lassen wir dann auch potenziell die Fehler nicht zu. Wir versuchen gleichzeitig, den Effekt, den Fehler, die Menschen machen, haben, zu minimieren. Das ist nicht ganz einfach, insbesondere wenn eben die Auswirkungen über das System hinausgehen, zum Beispiel beim Fahrzeug oder bei Kommunikationssystemen. Wir bauen Systeme so, dass wir erkennen, wenn Leute was falsch machen. Auch das ist nicht trivial, das ist relativ schwierig, weil natürlich Leute sehr, sehr unterschiedlich Dinge benutzen. Aber wir versuchen zu erkennen, wenn Leute was falsch machen. Und als letzter Punkt hier, wir versuchen möglichst alles so zu designen, so zu gestalten, dass es rückgängig gemacht werden kann. Und ja, so Beispiele sind, wir versuchen mit Menüs zum Beispiel zu verhindern, dass Leute Kommandos eingeben, die gar nicht existieren. Wenn Sie jetzt eine Kommandozeile und ein Menü vergleichen, auf dem Menü können Sie eben unter Speichern oder Speichern unterklicken. Sie können das nicht falsch schreiben oder Sie können nicht was klicken, was nicht existiert. Das beschränkt Sie, das hat ein Constraint in dem, was Sie tun können. Gleichzeitig können Sie eben nicht einen Befehl falsch schreiben oder die Parameter im Befehl falsch angeben, wie Sie es auf einer Kommandozeile könnten. Wenn wir jetzt Fehler verstehen wollen, dann ist es eben so, dass Fehler sind nicht ein Ausnahmezustand. Fehler passieren sehr häufig, wenn wir uns mit Menschen unterhalten, wenn wir mit Menschen über was diskutieren. Manchmal verstehen wir was nicht oder verstehen was falsch, aber wir haben die Sprache, um eben das
zu klären. Und wir klären ganz häufig Sachen, wenn wir was nicht verstehen, fragen wir nach. Und wir haben auch so ein gesamtes Weltverständnis. Also wenn ich mit Ihnen rede, dann muss ich gar nicht jedes Wort verstehen, weil ich eben bestimmte Dinge weiß, die eben Sie auch wissen. Und damit haben wir das gemeinsame Verständnis. Und beide Punkte hier, die gemeinsame Sprache und das gemeinsame Weltverständnis, ist zwischen Mensch und Computer immer noch sehr rudimentär. Wenn wir es jetzt anschauen, wir haben zwei grundsätzliche Kategorien. Wir haben, was wir im Englischen als Mistake bezeichnen, das sind so die grundsätzlichen Fehler, wo das Ziel, was wir tun, falsch ist. Wir generalisieren über das hinaus, wo wir generalisieren sollten, oder wir haben eine falsche Schlussfolgerung. Es ist sehr schwierig, gegen solche Fehler im Interface Design vorzugehen. Dann gibt es Slips, im Deutschen Ausrutscher. Das heißt, wir wollen schon das Richtige tun, aber wir sind irgendwie in die falsche Richtung geraten. Und da können wir mit Interface Design was tun, da können wir mit Interface Design dagegen steuern. Wenn wir uns das jetzt anschauen, bei den Ausrutschern gibt's 6 Typen, die auch von der Norm beschrieben werden. Und das eine ist die Fehler, die auftauchen, dass ein Prozess, eine Tätigkeit, die wir nehmen, sich in den Vordergrund schiebt und eine andere übernimmt. Und das ist der erste Fall, den wir als Capture Error bezeichnen. Das heißt, zwei Aktivitäten haben den gleichen Ausgangspunkt. Und dann ist es manchmal so, dass die häufigere Aktivität in den Vordergrund tritt, weil ich eben automatisiert was tue und die übernimmt dann, obwohl ich das gar nicht wollte. Also wenn ich zum Beispiel jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre, aber Samstag fahre ich zur gleichen Zeit los, will aber zum Supermarkt fahren. Was dann passieren kann, ich fahre Fahrrad und merke dann irgendwie einen Kilometer weiter, oh, ich bin ja Richtung Büro gefahren, weil ich halt an irgendwas anderes gedacht habe. Das heißt, ich habe eine Tätigkeit, die ich sehr gut kenne. Mein Denken ist halt irgendwo und ich mache dann das, was häufiger passiert ist, was ich häufiger schon vorher gemacht habe. Und das wird als Capture Error bezeichnet, also die Aktivität, die mir mehr geläufig ist, spielt sich in den Vordergrund und überschreibt die Aktivität, die ich eigentlich tun will, weil ich nicht dran gedacht habe. Der nächste Punkt ist ein Beschreibungsfehler, Description Error. Und wir haben für viele Aktivitäten, die wir tun, für viele Aktionen, die wir in der Welt durchführen, haben wir eine Beschreibung im Kopf. Also beim Fußball manchmal das Runde in das Eckige, also den Ball ins Tor. Ich trage Sachen vom Esstisch ans Spülbecken und habe mir irgendwie gemerkt, das, was vom Tisch kommt, kommt in das Rechteckige, was eben das Spülbecken ist. Jetzt steht daneben der Mülleimer und dann kann es passieren, dass ich es in den Mülleimer werf, wenn ich mich nicht konzentriere. Sowas kommt sehr selten vor, aber es kommt immer wieder vor bei Menschen, dass wir einfach, das sieht ähnlich auf einer abstrakten Ebene. Das heißt, wir haben eine gleiche Beschreibung. Das heißt, das Besteck in das Viereckige tun und jetzt sind eben zwei viereckige Sachen da, das Spülbecken und der Mülleimer und dann kann es passieren, dass ich es in den Mülleimer werfe. Hier noch ein Beispiel. Wenn Sie einen Motor sich anschauen von einem Fahrzeug, da können Sie an verschiedenen Stellen Flüssigkeiten einfüllen. Sowas wie Bremsflüssigkeit, Öl, Kühlwasser oder Wasser für die Scheibenwaschanlage. Und wenn Sie es genau anschauen, dann sehen Sie, dass die Einfüllstutzen sehr unterschiedlich sind. Und das ist genau sowas, um solche Beschreibungsfehler zu vermeiden. Manche von denen lassen sich aufklappen, wie zum Beispiel der Scheibenwasch. Andere lassen sich aufdrehen. Manche muss man drücken und drehen. Die haben auch unterschiedliche Farben. Das heißt, egal was wir uns gemerkt haben im Konzept, es ist schwieriger zu verwechseln, wie wenn die alle gleich aussehen würden. Und da sehen wir auch noch das andere Beispiel. Wenn alle Buttons gleich aussehen, also drucken, speichern, senden und ausschalten, dann ist es viel wahrscheinlicher, dass ich aus Versehen auf den Ausschalten gehe, weil der eben wie die anderen aussieht. Wenn der jetzt komplett anders aussieht, dann weiß ich, das ist eine andere Funktion und dann ist es weniger wahrscheinlich, dass ich den zufällig verwende. Das heißt, fürs Design können wir uns merken, für unterschiedliche Aufgaben kann es sinnvoll sein,
unterschiedliche visuelle Repräsentationen der Interaktionsobjekte zu haben oder auch physikalische Formen, um solche Beschreibungsfehler zu vermeiden. Jetzt kommen wir zu dem Punkt datengetriebene Fehler. Das heißt, wir haben Daten vor Augen und die verwenden wir, obwohl wir sie gar nicht verwenden werden. Das ist so, Sie telefonieren zum Beispiel mit jemand und dabei lesen Sie Zeitung, dann kann es sein, dass Sie ein Wort davon sagen, obwohl Sie es eigentlich nur gelesen haben und wollten das gar nicht sagen. Oder dass Sie eine Zahl sagen, die Sie in der Tabelle lesen, obwohl die gerade gar nicht gefragt ist. Das heißt, wenn unsere Wahrnehmung gerade Daten sieht, wir aber in einem Gespräch sind, dann verwenden wir diese Information. Und das heißt, wir haben Daten und die Daten führen dazu, dass wir eine andere Aktion falsch machen. Ähnlich wie mit Daten geht es auch mit dem, was wir denken. Das heißt, wenn wir an was denken, was aber vielleicht gerade gar nicht zu dem Thema passt, über das wir uns unterhalten, kann es sein, dass wir was Falsches sagen. Das heißt, wir sind gerade mit irgendwas beschäftigt, mental, und das passt aber nicht in den Kontext, in dem wir was machen. Und das führt dann dazu, dass wir zwei Sachen miteinander zusammenbringen, die eigentlich gar nicht zusammengehören. Zum Beispiel, was wir in dem Buch auch finden, ist, man hat gerade jemanden verabschiedet, der zur Tür rausging, und man nimmt das Telefon und sagt, kommen Sie bitte herein, weil wir eben gerade noch mit dem Gedanken an der Tür waren, obwohl wir am Telefon nicht sagen würden, kommen Sie herein. Der nächste Punkt, den gibt es nicht nur, wenn man alt wird, das Vergessen, der wird auch als Aktivierungsfehler bezeichnet, Loss of Activation Error. Das heißt, Sie sind in der Umgebung und Sie denken, jetzt brauche ich das Netzteil für mein Handy. Dann gehen Sie aus dem Raum raus und dann wissen Sie gar nicht mehr, was Sie brauchen. Das heißt, in dem Raum hatten Sie Ihr Handy gesehen, Sie wussten, ich brauche das Ladegerät, weil das Handy ist leer. Sie gehen aus dem Raum raus und haben vergessen, was Sie wollen. In dem Moment, wenn Sie dann wieder in den Raum zurückgehen, sehen Sie wieder das Handy, die Information kommt zurück und Sie gehen wieder raus und können dann eben das holen. Das heißt, wir haben eine Aktivierung durch die Umgebung und wenn die Aktivierung weg ist, haben wir vergessen, was wir wollten. Der letzte der Fehler, der hier beschrieben wird, ist der Mode Error. Das heißt, wir haben Geräte, die Zustände haben. Das war in älteren Systemen, Textverarbeitungssystemen, sowas wie VI, ich weiß nicht, wer das noch kennt. Da gibt es einen Modus, in dem wir eben editieren können und einen Modus, in dem wir schreiben können. Und wenn wir jetzt Systeme haben, die unterschiedliche Zustände haben können, in unterschiedlichen Modi sein können, dann ist es wichtig zu wissen, in welchem Modus sind wir. Und wie kommen wir von einem Modus zum anderen? Und ich habe hier ein Beispiel. Wenn wir jetzt eine Uhr haben, so die eine mit einer Zeitanzeige, wenn ich jetzt die als Wecker nutzen will, wie kann ich die Weckzeit einstellen? Das heißt, ich muss in einen anderen Modus gehen, in dem ich die Weckzeit einstellen kann. Das heißt, ich wechsle den Modus, stelle die Weckzeit ein und komme dann wieder zurück zur Uhrzeit, die angezeigt wird. In dem Moment, wenn ich zwei Displays habe, könnte ich mir vorstellen, ich kann ein Design machen, wo ich keinen unterschiedlichen Modus brauche. Überlegen Sie mal, wie Sie die Buttons gestalten würden unterhalb den Displays oder neben den Displays, damit Sie einmal einen Wecker hätten, der eben mit einem Display auskommt und der einen Modus hat, einen Modus für die Uhrzeit, einen Modus für die Weckzeit stellen und den anderen Wecker, versuchen Sie den zu designen, dass es eben keine zwei Modi gibt, sondern Sie können immer alles bedienen. Sie können die Weckzeit ja auch hier sehen und Sie können die Weckzeit auch bedienen. Zeichnen Sie das auf, machen Sie eine kleine Skizze und dann können wir es noch weiter diskutieren. Was wir jetzt typischerweise sehen, ist auf der Uhr, die zwei Modi hat, dass wir irgendwo einen Umschalter haben zwischen ich stelle jetzt Weckzeit ein versus ich stelle jetzt die Uhrzeit ein. Und das müssen wir irgendwie im Display visualisieren. Ganz häufig ist dann irgendwie das Glockensymbol, wenn wir
die Wegzeit einstellen und das Uhrzeitsymbol, wenn es die Uhrzeit ist. In dem, wo wir die zwei haben, die zwei Uhrzeiten, da brauchen wir mehr Buttons. Das heißt, wir haben dann vermutlich einmal Buttons, die für die Uhrzeit sind und einmal Buttons, die für die Wegzeit sind. Dafür brauchen wir aber nicht umstellen. Und das sind solche Trade-offs, die wir ganz häufig im System haben. Und was wichtig ist, wenn wir Modi verwenden, dass wir Sachen so designen, dass die Menschen, die es nutzen, sehen, in welchem Modus das es sind. Weil das ist sonst was, wo wir eben Fehler machen. Wenn wir jetzt eben bei der ersten Uhr nicht sehen, stelle ich gerade die Wegzeit ein oder stelle ich die Uhrzeit ein, kann es eben sein, wenn ich die Wegzeit einstellen will, aber ich weiß, bin gerade im Uhrzeitmodus, dass ich dann die Uhrzeit falsch stelle und gar nicht meine Wegzeit einstelle. Jetzt ist die Frage, wie korrigieren wir Fehler als Menschen? Wenn was falsch ist, dann ist es meist so, dass wir auf der untersten Ebene versuchen, den Fehler zu korrigieren. Ich gehe zum Beispiel in mein Auto und versuche, das aufzuschließen und der Schlüssel passt nicht rein. Dann ist das Erste, dass ich versuche, den eben stärker zu drücken und dann eben erst feststelle, ah, vielleicht ist das gar nicht der richtige Schlüssel für das Auto. Das heißt, ich versuche zuerst auf der Ebene, da muss ein mechanisches Problem sein, das ist meine erste, und dann kann ich auf höhere Ebenen gehen, um nach Mechanismen zu suchen, um den Fehler zu korrigieren. Das heißt, wir suchen zuerst auf der Ebene, auf der wir gerade agieren, nach dem Fehler und müssen dann eben bewusst zurückschauen. Und das heißt auch, wenn wir Menschen jetzt mit fragen, was sie tun wollen bezüglich Fehlern, ist es auch, dass die uns typischerweise auf der untersten Ebene, also ich will jetzt den Button klicken, nicht ich will das Dokument speichern, sondern auf der untersten Ebene agieren. Und da ist hier ein Beispiel, auch aus dem Buch, sowas, so ein Dialog, ja, der Nutzer sagt, oh, ich möchte das File löschen, der Computer fragt zurück, willst du wirklich das File löschen? Der Benutzer sagt, yes, der Computer fragt nochmal zurück, willst du es wirklich? Und dann sagt der Benutzer, ja. Und an dem Punkt, wo er das zweite Mal fragt, gehen wir gar nicht mehr auf die Ebene zurück, was will ich überhaupt tun, sondern ich habe gerade schon ja gesagt, der fragt mich nochmal, sage ich nochmal ja. Und das ist das, wo dann eben die Problematik entsteht. Das heißt, wir müssen ein Interface designen, was Leute von der unteren Ebene der Interaktion auf die höhere Ebene der Problemlösung hebt. Wenn wir Fehler erkennen, die Menschen potenziell gemacht haben, dann sollten wir versuchen, in Dialog mit den Menschen zu treten. Also es ist etwas ganz Klassisches. Jemand trägt zum Beispiel sein Alter ein in ein Webformular. Und das ist aber offensichtlich ja 200 Jahre alt oder 3 Jahre alt als Alter. Dann ist ein Fehler und dann treten wir in einen Dialog. Und der Dialog kann implizit sein, das heißt, wir färben zum Beispiel was ein. Oder kann explizit sein, dass wir eine Nachfrage stellen. Und es gibt verschiedene Mechanismen und ich greife zwei raus, mit denen wir Fehler verhindern können. Das eine wird als Forcing Function bezeichnet. Das sind Funktionen, die mich zwingen, was zu tun. Und da gibt es drei ja, verschiedene Typen. Interlock. Das ist so eine Sequenz, ein Zwang, Sachen in einer Sequenz durchzuführen. Das heißt, ich muss zuerst das erste tun, dann das zweite, dann das dritte, dann das vierte. Das ist so klassisch, was man in Wizard hat und ich kann eben nicht die eine Reihenfolge tun, die potenziell zum Fehler führt. Das heißt, ich bin gezwungen, die in einer bestimmten Reihenfolge zu tun. Ein Spezialfall davon ist Logins. Das heißt, ich kann das System zum Beispiel nicht verlassen, bevor ich was Bestimmtes gemacht habe. Also ich muss zum Beispiel abspeichern, bevor ich rausgehe. Oder Logouts. Das heißt, ich kann erst reingehen, wenn ich was gemacht habe. Und damit kann man Vor- und Nachbedingungen, die notwendig sind für eine fehlerfreie Bedienung, modellieren. Gleichzeitig nehmen wir natürlich dem Benutzer bestimmte Freiheiten in der Nutzung des Systems. Ein weiterer Punkt sind Constraints, Beschränkungen, die dazu führen, dass wir weniger Fehler machen können, aber gleichzeitig auch weniger Freiheitsgrade im System haben. Und ein Beispiel, was wir haben, sind physikalische Constraints. Wenn Sie jetzt einen USB-Stick reinstecken, wenn Sie einen alten USB-Stick haben,
der geht in eine Richtung. Das heißt, sie können entweder falsch oder richtig. Und das sind Physical Constraints. Sie kriegen den nicht andersrum rein und mit Gewalt können sie ihn kaputt machen, aber sie kriegen ihn nur in die eine Richtung. Wenn wir jetzt USB-C anschauen, den können sie in beide Richtungen. Da ist das Physical Constraint nur noch, dass man ihn reinstecken muss. Das heißt, durch das Design, durch das physikalische Design, haben wir entschieden, was man damit tun kann. Dann gibt es das eben noch auf semantischer Ebene, auf kultureller Ebene, auf logischer Ebene. Und wenn wir hier ein Beispiel anschauen, die Datumseingabe. Ich habe hier das Beispiel von Travel Overland. Und da kann ich einfach in dem Interface kann ich einen Flug eingeben. Und da konnte ich sagen, 17. Mai. Und dann hat er das eben erkannt, was es ist. Und Rückflug konnte man sogar plus 10 eingeben, also in 10 Tagen. Hingegen das andere Interface, da muss ich wirklich den Tag und den Monat auswählen. Das heißt, ich habe weniger Freiheitsgrade. Damit kann ich aber auch keine falschen Daten auswählen. Ich kann eben damit nur ein Datum auswählen, das auch existiert. Oben kann ich auch den 32. Mai eingeben. Und das ist eben so auch wieder ein Trade-off. Wie stark beschränke ich, was der Benutzer tun kann? Und wie stark leite ich den Benutzer, um eben Fehler zu reduzieren? Jetzt eine kleine Übung für Sie. Machen Sie ein Formular, in dem Sie die folgenden Daten erheben und überlegen Sie sich, was kann schiefgehen? Was können Leute falsch eingeben? Und wie können Sie Ihr System bauen, damit Sie die Möglichkeit für den Nutzer möglichst gering machen, dass er Fehler machen kann? Ich habe jetzt hier einige solche Beispiele und das sind ganz klassische Sachen, die wir tun können. Wir können zum Beispiel aus dem Geschlecht schauen, ob der Name offensichtlich falsch ist. Wir können schauen, ob Vor- und Nachname vertauscht ist. Und das sind alles Sachen, die nicht zu 100% funktionieren. Also bei Namen wie Maria kann männlich-weiblich sein in dem Fall oder bei meinem Vornamen Albrecht kann Vor- und Nachname sein. Trotzdem ist es so, für die Mehrzahl der Fälle können wir so Sachen rausfinden. Und das ist auch, was man in der Übung machen kann, sich wirklich zu überlegen, wenn ich Intelligenz dahinter baue, wie gut kann ich sicherstellen, dass Leute eben keine Fehler machen können. Da sind dann auch solche Sachen, ich teste eben, ob die E-Mail-Adresse wirklich geht zu dem Zeitpunkt, als wenn der Mensch die eingibt und nicht irgendwann später. Ich schaue, ob die Adresse existiert und so weiter. Das heißt, ich versuche möglichst den Menschen keine Fehler machen zu lassen. Bei Kommandozeilen, was wir hier sehen, da kann man sich vertippen. Man kann die Parameter in der falschen Reihenfolge angeben. Wie können wir da Fehler verhindern? Das sind sowas, dass wir eben Auto-Completion von Kommandos machen. Das heißt, dass wir das Kommando vervollständigen, um damit eben die Schreibfehler zu minimieren. Dass wir Hilfen anzeigen, was die nächsten Parameter sein können. Und wenn wir verstehen, was die Fehler sind, dann können wir auch Hilfestellungen geben bezüglich der höheren Nutzbarkeit. Und auch jetzt im Gegensatz dazu, wenn wir jetzt ein grafisches System haben, auch da können Fehler passieren. Hier Leute können ein Icon hin und her schieben, sie können es zum Beispiel an die falsche Stelle schieben, wo sie es nicht schieben wollten, in den Ordner rein. Und da ist eben die Frage, was kann ich machen, um das zu verhindern? Und was wir in grafischen Systemen ganz häufig sehen, dass wir eben das ganz einfach rückgängig machen können. Oder dass wir es eben, wenn wir es, ich habe das falsche Dokument, ich will das irgendwo hinschieben, stellen fest, aber das falsche Dokument. Und wenn ich dann das irgendwo hinschiebe, wo nichts passieren kann auf den Rand, dann kann ich den Fehler verhindern. Und das sind alles solche Kleinigkeiten im Design, mit denen wir es schwieriger machen, Fehler zu machen. Und damit wird das System am Ende natürlich einfacher benutzbar. Hier noch einige Fragen zur Selbstkontrolle, was man in dem Blog besprochen haben. Die Referenzen, insbesondere das Kapitel 4 und 5 aus dem Buch von Don Norman, The Design of Everyday Things. Und damit sind wir am Ende. Und hier noch unsere Lizenz. Vielen Dank fürs Zuhören.